Cute Baby Millet, der Kanal für Kinder. Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch intelligente Knete vor, und zwar dieses Mal ferromagnetisch, die dunkelblaue. So kommt sie aus der Dose raus. Hier unten sieht man den Magneten gleich. Da geht immer recht schwer hier raus. Dann machen wir das Ganze erstmal ein bisschen weich kneten. Und da kracht schon wieder so eine eingeschlossene Luftblase. Wie bei den anderen ferromagnetischen Knetmassen sieht man auch hier in der blauen sowieso noch besser wie in der silbernen diese magnetischen Teile. Alles was hier silber glitzert, ist dann magnetisch. Und diese Mini-Teilchen hier in der Knetmasse reagieren dann eben mit dem starken Ferromagneten hier. Ich habe es in den anderen Videos schon gezeigt, aber hier nochmal ganz kurz auch. Auch die ferromagnetischen Knetmassen haben natürlich die Grundeigenschaften der intelligenten Knete. Sie sind reißbar, wenn man schnell genug ist. Ich probiere es gleich nochmal. Natürlich wie alle richtig dehnbar. Und schon klebt unser Magnet wieder dran. Können wir eine kleine Schaukel hier machen. Seht ihr? Ich berühre nicht die Knetmasse. Kann man so richtig schön den Schlangenbeschwörer spielen. Und dann strecken sie sich danach aus. Ja, ich sag, was mir immer wieder gefällt, ist, wenn der Magnet hier in der intelligenten Knete versinkt. Ja, und schon ist er weg, unser Magnet. Natürlich dauert es ein bisschen länger. Ich habe mit Zeitraffer gearbeitet. Jetzt wird es vielleicht noch 30 Sekunden dauern in Echtzeit und dann wäre hier gar nichts mehr zu sehen. Dann wäre er komplett aufgefressen von der ferromagnetischen Knetmasse. Auf jeden Fall schaue ich da immer wieder gerne zu. Das ist irgendwie mega cool, wenn das Ding hier verschwindet. Ja, ansonsten würde ich sagen, lassen wir sie mal noch ein bisschen knallen, unsere
Knetmasse macht man sich da so eine Kuhle, verschließt die dann und dann knetet man einfach und irgendwann entweicht die dann durch einen Knall die Luft, die eingeschlossene. Na, habt ihr das gesehen? Hier ist geplatzt. Zu überhören war es ja nicht. Und knistern kann man sie auch lassen. Immer hier so Fäden ziehen, wieder aufeinander legen. Werden überall kleine Luftbläschen eingeschlossen. Und wenn man dann knetet, dann hört man das Knistern. Ich glaube, ein bisschen konnte man es hören. Es geht aber auch noch besser. Wie alle intelligenten Kneten springen sie wie ein Gummiball. Kann man natürlich auch mehrere kleine Bälle machen. Aber man sollte immer schauen, dass der Untergrund auch sauber ist. Also nicht gerade auf dem Fußboden, weil das sind natürlich immer irgendwelche Haare oder Staubkrümel. Die bleiben dann in der Knetmasse drin. Das wäre schade. Und dann kann man sich da mehrere kleine Gummibällchen machen. Auf jeden Fall immer wieder ein cooles Produkt, die intelligente Knete. So, ja, ich hoffe, euch hat es erneut Spaß gemacht. Das war die ferromagnetische Knetmasse von intelligente Knete in Blau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.